Ich zeige euch nun, wie man eine Pusteblume malt. Dazu benötigt ihr ein weißes Blatt Papier, einen Bleistift oder einen anderen Stift eurer Wahl. Zunächst malen wir erstmal den Boden, auf dem die Pusteblume steht. Um es zu vereinfachen, beginnen wir mit dem ersten Blatt, so wie es bei Pusteblumen aussieht, gezackt. Und die andere Seite ebenso gezackt. Und die Mitte. Nun malen wir den Stängel ein, je nachdem wie groß die Pusteblume sein soll. Dann malen wir den Stempel ein, an dem die einzelnen Pusteln befestigt sind. Nun malen wir die einzelnen Pusteln, je nachdem wie viel ihr wollt. Es genau zu zeigen. Ein Strich nach unten, ein Halbkreis und noch ein Strich. Daraufhin so viele Pusteln wie ihr wollt, auch wie Sterne malen. Und dann einfach so viele, wie ihr euch vorstellt. Natürlich können auch ein paar Pusteln wegfliegen, wie hier. Im Anschluss könnt ihr auch noch ein Blatt dran zeichnen, wieder in der gezackten Form und die Mitte. Und fertig ist die Pusteblume.